Hallo. 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 Das ist Enze, ich bin Hamster und wir gehen heute geocachen. Bis gleich. In the Wald und haben schon ein paar andersweitige Personen getroffen. Was zur ersten Regel kommt, Muggel, wie man sie als Geocacher nennt, sollte man vermeiden und vor allem auch an Verstecken, wenn man dort ist und den Geocache gefunden hat. Wie sie weiter weggehen, da dann sich eintragen, loggen, wie man so schön sagt, und den Geocache dann wieder verstecken, damit die anderen Muggel es nicht so mitkriegen. So, wir suchen jetzt immer noch die Caches, wo wir überhaupt hin müssen und haben im Moment noch nicht so einen Plan. Nee. Es ist ein bisschen größerer Caches und Runde und sowas, aber wir sind jedenfalls irgendwo im Saarland, irgendwo in der Pfalz. Wir sagen nicht genau, wo wir sind, damit ihr vielleicht auch noch Spaß dran habt. Wir stehen an einer Schnellstraße. Das ist korrekt. Richtig. Und das ist im Moment unser Startbereich, aber ja, weiter wissen wir noch nicht. Da. Die Cacher wandern leider auch meistens ein bisschen abseits der Wege, um die Sachen auch ein bisschen mehr zu verstecken. Und dann gibt es zwar diese Hauptwege, aber auch sogenannte Cacher-Autobahnen. Das wäre sowas hier in der Art. Auf sowas kann man relativ gut achten, wenn die Cacher schon häufiger gemacht wurden. Und deswegen schauen wir jetzt da mal was an. So, jetzt haben wir den Cache gefunden an dem Versteck, den wir jetzt gerade mal ausnahmsweise nicht verraten. Vielleicht verratet das Ente, mal schauen. Wir haben jetzt das Logbuch. Da haben wir unseren Namen hier eingetragen. Da unten. Und jetzt packen wir das auch wieder in die Tüte rein, wo es war. Machen es wieder in das Cache-Versteck und das Cache-Versteck machen wir nochmal genau dorthin, an dem Platz, wo es auch war. Das ist wichtig, weil es gibt solche Besserverstecker, die die Cache dann irgendwo anders verstecken und das gibt dann nur wieder Probleme für den Besitzer des Caches, den Owner und sonstiges. Deswegen immer wieder dorthin, wo es hergeholt hat. Jo. Jetzt ein Päuschen. Wir machen nämlich heute neben den sogenannten traditionellen, machen wir auch einen Multicache, den Aufbau hat, dass er halt einzelne Stationen hat, bei denen man auch Rätsel lösen muss. Und zwischendurch suchen wir auch noch ein paar Tradis, die einfach ganz normale sind, die sonst wo einfach nur ganz easy versteckt sein können. Wobei die auch manchmal schwer sein können. Haben wir auch schon welche gehabt. Als Regel schreibt euch die Sachen von den Stationen am besten auf oder zweimal auf. Das ist ganz nützlich. Macht weil Fotos. Macht Fotos, genau. Weil nehmt sie mit? Nein, nicht mit. Nicht mitnehmen, nein. Wenn ein großes Schild steht, nimm mit. ja, weil manchmal passiert es, dass ein Zettel verloren geht oder das Bild nicht mehr klar sichtbar ist, das man gemacht hat oder sonstiges. Und man braucht das halt am Ende, um den sogenannten Final, die Enddose zu finden.
Nee. Da hinten ist eine Tafel. Und wir fragen uns, wieso weiß der Pfeil, wo wir sind? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben jetzt noch mal ein paar Muggel getroffen, so als kleiner Tipp für euch. Ich habe auch mit Ente gerade noch so ein bisschen drüber gelabert. Ja, es gibt halt die böswilligen Muggel, die euch dann zum Beispiel ansprechen oder die ganze Zeit schon beobachten und dann fragen, was sucht ihr und so. Da sollte man eher ein bisschen skeptisch sein, aber wenn uns zum Beispiel jemand über den Weg läuft, der dann freundlich fragt, und habt ihr es gefunden oder so, oder dann sucht ihr jetzt auch den Geocache, dann könnt ihr euch davon ausgehen, dass sie entweder selbst Geocacher sind oder davon Bescheid wissen, dann ist es eigentlich okay, dass ihr mit denen drüber redet. Aber oder wie eben gerade die Frau, na, habt ihr denn wenigstens gefunden? Ja, genau. Also man muss da halt immer abschätzen, ob man mit denen drüber redet oder nicht, weil es gibt ja schon wirklich krasse Leute, die einfach nur drauf auf sind, sowas zu vernichten und sich dann auch mit euch anzulegen. Also dann sollte man schon vorsichtig sein und dem Ganzen eher aus dem Weg gehen. Wir haben jetzt eben noch ein Mystery gelöst, zufällig, weil der in einem Tralli mit drin lag. Und das ist eigentlich eine ganz nette Idee, auch mal wieder was Neues, was ich nicht war kenne. War nicht ganz einfach. War ein paar schöne Wortspiele, also auch mit unseren schlechten Wortwitzen. Und dann hat Ente vor allem es relativ gut noch gelöst. Ja. So, ne? Entchen ist ein Intelligentchen. Ja, manchmal, ne? Ja, manchmal. Ente gut, alles gut. Alles gut. Hinter uns ist ein Privatgrundstück, da solltet ihr auch ein bisschen aufpassen und eher die Finger von lassen. Außer es steht ausdrücklich im Listing, dass der Besitzer zum Beispiel Bescheid weiß und sonstiges und über Zäune klettern. Da steht alles normalerweise im Listing und sollte sonst eher davon abgeraten sein. Genau. Da. So, hab Ente gerade noch von einem sogenannten Zito erzählt, beziehungsweise erwähnt. Das sind richtig große Events für Aufräumaktionen von den Cachern. Wie ich eben schon gesagt habe, wir nehmen dann gerne auch mal ein bisschen Müll mit und so. Und das sind extra Events, die dafür angesetzt werden. Dann gehen die Leute halt mit den Zangen und Müllsäcken und auch riesengroßen Containern in den Wald, um solche Dinge hier zu entfernen. Genau. Bei uns war zum Beispiel eine 100 Mann große Besatzung letztens unterwegs im Oberharz, die komplett einfach mal allen Müll beseitigt haben. Ja, das ist halt das Optimale, aber sowas können wir natürlich nicht mit unseren kleinen Müllbeuten mitnehmen. Ne? Man versucht sein Nötiges. Nötiges.
nach einiger Zeit sind wir dann auch beim Final angelangt und die Autobahn ist ein bisschen lauter, als ich gedacht habe, aber egal. Ente hat gerade noch signiert, hat eine Ente gemalt. Zeig mal die Ente. Die Ente kann nicht gebeten. Das ist voll die hässliche Ente. Voll die hässliche Ente. Oh, der Potputtek. Ja, und wir haben natürlich einen Final auch gemacht. Gibt dann wieder die unterschiedlichen Dinge, die da drin sind. Da, 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 da. Weil Munitionskiste cool, aber was ein No-Go ist, Essen. Kein Essen mit Tauschen. Also es sind ja Gegenstände drin, die man dann mit seinen eigenen tauschen kann und demjenigen dann mitnehmen kann und so. Aber Essen reinmachen oder Müll oder sonstiges, böse. Richtig. Weißt du Bescheid? Ja. Gut. Auf. Jetzt nimmt das auf. So, das war unser Cashtag. Das ist Ente, ich bin Hamster. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Jo. Und bewirbt nicht so viel. Wir sehen uns beim nächsten Video. Genau. Tschüss. Ja, gestern war einfach zu viel. Ohne Spaß, gestern war einfach zu viel.